Illegale Häuserbesetzungen werden in Zürich jahrelang geduldet. In diesen Liegenschaften bildet sich diese gefährliche Brut. Und der Tag wird kommen. Wo der klare politische Wille fehlt, für Ruhe, Ordnung und Sicherheit zu sorgen, suhlen sich kriminelle Subkulturen und Sozialschmarotzer wie die Maden im Speck. Und solange man diesem Treiben keine Grenzen setzt, treibt die Spirale unaufhaltsam nach oben. Wo man die einheimischen Bürgerinnen und Bürger zwingt, sich zu integrieren, anstatt jener, die hier unser Gastrecht genießen. Da muss man sich nicht wundern, dass Gewalt und Kriminalität gedeihen wie Rosen in einem Treibhaus. Konkretes Handeln. Illegale Häuserbesetzungen dürfen nicht mehr toleriert werden. Marschiert durch Blut, missbraucht, brandmarkt das Symbol, brüllt euphorisch, unwissend, zu den Denken. Und der Tag wird kommen. Auch Röhm war nur ein brutaler Schlag.